Ja, guten Tag, mein Name ist David Werdo. Ich bin Bausachverständiger in Nürnberg und möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick in die Abdichtung von gewerblichen Küchen präsentieren. Und dann starten wir auch gleich mit der Präsentation. Ja, der Ablauf sieht wie folgt aus. Jetzt müssen wir schauen, dass die Steuerung auch an mich übergeben wird. So, einen Augenblick. So, der Ablauf der Präsentation sieht wie folgt aus. Ich beginne mit den Vorgängen und den damit verbundenen Belastungen in Großküchen. Im Anschluss folgt die Vorgehensweise bei der Planung, um den genannten Belastungen entgegenzuwirken. Anschließend werden die Oberflächen und Abdichtungsebenen betrachtet. Danach folgen ein paar Details zu den Durchdringungen und zu guter Letzt gibt es noch ein kurzes Fazit von mir. Ja, bei Belastungen insbesondere für den Fußboden sind in Großküchen natürlich sehr enorm. Denn es kommt vor, dass Kochtöpfe mit heißer Flüssigkeit auf den Boden fallen, Säure- und laugehaltige Flüssigkeiten auf die Oberflächen spritzen und schwere Rollwägen beanspruchen auch täglich den Bodenbelag. Nach und nach nutzt sich der Oberbelag ab, vor allem durch die täglichen Reinigungsvorgänge, die dann am Abend immer stattfinden. Ja, wie geht man mit diesen Umständen am geschicktesten um? Der Planer, der Bauherr und der Betreiber haben sich gegebenenfalls auch mit der ausführenden Firma zusammenzusetzen und gemeinsam das Abdichtungskonzept zu besprechen. Bei der Abstimmung mit dem Betreiber ist es essentiell, dass dieser natürlich dabei ist und auch, dass der Bezug zum individuellen Nutzungs- und Reinigungskonzept eingegangen wird. Ja, bei so einer Besprechung werden natürlich viele Punkte aufgenommen und ich werde jetzt nicht auf die Tabelle insgesamt eingehen. Es geht hierbei lediglich um die Themen, welche während der genannten Planungsbesprechung auch zu berücksichtigen wären. Die meisten Themenbereiche sind selbstverständlich. Worauf genauer geachtet werden sollte, ist die Entwässerung und der Deckenbereich. Weil hier die Erfahrung gezeigt hat, dass Mängel und Erschwernisse für den Betreiber im Nachgang durch die Planungsfehler entstanden sind. Und bei so einer, nun komme ich zu den Auswahlkriterien für Oberflächen und Abdichtungen. Bei der Wassereinwirkungsklasse für Großküchen wird für den Boden- und Wandbereich die W3I angesetzt. Sollte nun ein Hochdruckreiniger bei der täglichen Reinigung verwendet werden, ist die Decke vielleicht auch als W3I einzustufen und zum Beispiel die Beleuchtung mit der notwendigen Schutzklasse auch mit auszurüsten. Mit der Einführung der DIN 18534 im Jahr 2017, welche ja dann auch die DIN 18195 abgelöst hat, ist zugleich auch ein 0%-Gefälle eingeführt worden. Allerdings sind dann Zusatzmaßnahmen wie zum Beispiel ein Gummischieber erforderlich. Für die Untergrundvorbereitungen gelten wie so oft höchstens die 0,2 mm Rissbreite. Da sich die fugenarmen Epoxidharzbeschichtungen immer größere Beliebtheit erfreuen, sollte hier gegebenenfalls auf erhöhte Anforderungen des Untergrundes geachtet werden. Ja, bei Bodenbelägen ist die Einordnung der Rutschklasse mit Verdrängungsraum gemäß den Bestimmungen der GUVR 111 anzusetzen. Das heißt, die Rutschklasse ist von der jeweiligen Küchenart abhängig. Zum Beispiel wird bei einer Kantinen- oder Mensaküche die höchste Rutschklasse mit R12 und einem Verdrängungsraum von 4 angesetzt, wohingegen Teeküchen und Aufwärmküchen mit R10 und ohne Verdrängungsraum ausgeführt werden können. Nach den uns bekannten Normen und Merkblättern ist nur eine Abdichtungsebene grundsätzlich vorgeschrieben. Nach der DIN 18534 hat diese direkt unter der Nutzschicht, sprich dem Bodenbelag, zu erfolgen. Auf die Zeichnung rechts gehe ich dann zum Schluss noch kurz ein. Die Wahrscheinlichkeit für die Schäden in der Nutzschicht, die sind natürlich relativ hoch und diese sind auch im Fugenbereich natürlich leicht belastbar. Da kann es schnell zu Schäden an der darunterliegenden Abdichtung kommen. Wird der Schaden also nicht rechtzeitig erkannt oder gemeldet, kann dieser sich vergrößern oder sogar Schäden am Rohfußboden verursachen. Je nach Nutzungsart und natürlich unter Beachtung der Randbedingungen empfehlen wir eine zweite Abdichtungsebene auf der Dämmung unter dem Estrich einzubauen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unseren Bodenaufbau, unser Fliesenbelag,
Darunter folgt die erste Abdichtungsebene. Hier sieht man auch die fließkaschierten Formstücke, die in den Eckbereichen verwendet werden sollten, und eine Hohlkehlenausbildung. Dann kommt unser bekannter Estrich. Unter dem Estrich die standardmäßige Trennfolie. Und wenn man eine zweite Abdichtungsebene ausführt, dann ist die beste Lösung dafür aus unserer Sicht, dass diese auf der Dämmung unter dem Estrich hier in diesem Bereich ausgeführt wird. Alternativ kann man die zweite Abdichtungsebene auch auf dem Rohfußboden ausführen. Ja, die verwendeten Abdichtungsmaterialien sind in der Regel die Reaktionsharze bzw. Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombinationen. Bei der Wahl der Oberfläche ist darauf zu achten, dass diese nicht toxisch sind. In der Regel werden Fliesenbelege verwendet, wobei, wie gesagt, Epoxidharze sich da auch immer häufiger durchsetzen. Wände und Decken müssen glatt, abwaschbar, wasserundurchlässig sein, sodass sich Mikroorganismen auf der Oberfläche nicht absetzen können. Ja, bei den Durchdringungen sieht es wie folgt aus. Die Durchdringungen werden öfters fehlerhaft verarbeitet, also da entstehen Fehler bei der Ausführung selbst, da diese ja doch relativ speziell sind oder da nicht ganz drauf geachtet wird. Deswegen haben wir hier ein Beispiel. Auf der linken Seite habe ich mal eine Skizze, ein Detail mit Hüllrohren einer Durchdringung gezeigt. Hier sind zwei ineinander gesteckte Hüllrohre vorhanden mit einer zweiten Abdichtungsebene auf der Dämmung. Diese wird entsprechend an das erste Hüllrohr angeschlossen und die Abdichtungsebene 1 unter der Nutzschicht wird dann das zweite Hüllrohr angeschlossen. Entscheidend ist hierbei auch, dass zum Schluss der obere Abschluss, wie hier auf der rechten Seite sichtlich ist, auch mit einem Konfix-Verbinder abgedichtet wird. Genau, und dann haben wir hier noch ein paar Schadensbilder, wie es gemacht werden kann und wie es nicht gemacht werden sollte. Wir haben jetzt hier ein Beispiel oben links, da wird der Putz an den Baustopfen direkt angeputzt. Hier ist eine Anbringung der Abdichtung auch nicht mehr möglich. Auf dem mittleren Bild sehen wir auch schon das Fortschreiten des Mangels, das heißt, die Dichtmanschette ist ohne Dichtlippe verwendet worden und wurde eingeschnitten. Das Ganze wurde auf den Baustopfen geführt, anstatt auf die Leitungsverlängerung. Und im dritten Abschnitt sieht man, dass der Baustopfen entfernt wurde, nachdem die Dichtschlemme aufgebracht ist. Und hier sind überall Fehlstellen an den Einschnitten und auch im Randbereich ersichtlich. Richtig würde es in diesem Falle so aussehen, dass die Dichtmanschette mit einer Dichtlippe ausgeführt wird. Das Ganze soll nicht an den Baustopfen geführt werden, sondern an die Leitung selbst. Ja, der Betreiber braucht ein geschultes Personal, ein Reinigungskonzept und regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Nur so kann dauerhaft die Funktion des Gebäudes erhalten bleiben. Hier noch ein paar Schadensbilder, auf die ich gerne eingehen würde. Auf dem linken Bild, hier in diesem Bereich, sehen Sie, wie Öle, Fette, Reinigungsmittel und deren Abbauprodukte den Estrich getränkt und dann die darunterliegenden Schichten angegriffen haben. Auf dem rechten Bild sehen Sie, wie der Bewährungsstahl durch Milchsäure und andere Stoffe korrodiert ist. Nach Angabe war sogar die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet von dem Bauteil. Ja, solche Schäden hätten mit einer zweiten Abdichtungsebene stark verringert bzw. sogar vermieden werden können. Deshalb lautet unser Fazit: Schonen Sie Ihre Ressourcen, indem Sie ordentlich planen, die Ausführung kontrollieren und die Instandhaltung ernst nehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen.